Hallo, ich bin eine Hexe und ich löse magische Probleme. Ich war einmal zu Hause, als ich sah, dass das verwunschene Königreich um Hilfe ruft. Ich habe mich entschieden, dass ich sie retten werde. Alles war anders, als ich es erwartet habe. Sie haben mich gleich zur grausamen Königin geführt, die alles in der Stadt entscheidet. Sie hat versucht, mich auf Gelb umzufärben. Sie hat eine Krone auf meinen Kopf gesetzt, aber es hat nicht funktioniert, also hat sie mich weggeschickt. Wo immer ich ging, wuchsen Blumen. Sie waren verboten. Die Menschen auf der Straße haben mich mit einer unbekannten gelben Flüssigkeit übergossen. Ich war beinahe gelb, als sie mich gerettet haben. Sie waren es, die die Nachricht geschickt haben. Sie haben mir gesagt, dass der Mond durch die Krone ihre Königin beherrscht. Sie haben mir einen Umhang gegeben, sodass die Königin nicht merkt, dass ich nicht hundertprozentig gelb bin, und ich machte mich auf den Weg zum Schloss. Die Königin war erfreut. Als sie mich umarmte, war meine Aura so aufgepumpt, dass sie mir die Krone runterschmiss. Zurück in voller Kraft haben wir gekämpft. Als sie wieder sie selbst war, hat sie die Mondkrone zerstört. Und nach einer 300 Jahre langen Nacht kam wieder ein Tag.